Was ist dein Lieblingswortspiel mit Essen? Hast du eins? Nee. Schade. Nee, ja. Das habe ich mir abgewöhnt. Weil wenn man aus Essen kommt, dann hängt es einem irgendwann zum Hals raus. Ja, wie Essen, ne? Ja, gehen wir nach Essen oder zum Essen. So. Nee, komm, Wortspiele mit Essen sind so 80er. Gegenüber war ein Laden, der hat aufgemacht, der hat Computer verkauft und er hatte Computer und... Der verkauft auch alles. Der verkauft auch alles, das stimmt. der hat Computer verkauft und der hat, das war hier so ein Mini-Rollenspielladen, da gab es dann hier so Magic the Gathering-Karten und sowas. Und dann haben sich nach der Schule, sind mal alle rübergegangen und haben dann da ihre Karten getauscht. Das, und du auch? Schulerinnerung. Und du auch? Nee, ich war kein Magic-Fan, ich fand das doof. Aber ich habe da meine Computersachen gekauft. Am Anfang, bevor dann Online-Versand kam, weil das war günstiger. Pirat und kein Magic-Fan, sondern gleich PC gespielt, nee, oder was? Nee, ich hab Vampire the Masquerade gespielt. Falls das geht. Warum stehen wir jetzt vor dem RWE-Gebäude? RWE ist das Sinnbild in Essen für Energie. Und bei den Erneuerbaren hat die Landesregierung nur wirklich verkackt. Warum? Warum? Ja, wir reden immer von Energiewende und kriegen es einfach nicht hin. Sowohl was die Genehmigungsverfahren für Windkraft angehen, als auch Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden und so weiter und so weiter. Alles immer nur bla bla und am Ende wird nichts umgesetzt. So Sachen wie Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden könnte man sofort machen. Wir müssen uns über Speichertechnologien Gedanken machen. Da hinten ist Evonik, alte Burgkohle. Wir haben die ganzen alten Kohleschächte. Es gibt die Ideen mit entsprechendem... mit entsprechenden technischen Mitteln da Speicher, also Energie zu speichern, und das sollten wir alles versuchen. Wir sollten so viel wie möglich ausprobieren und so viel wie möglich gucken, ob das realistisch ist und ob wir das umsetzen können, damit die Energiewende auch tatsächlich gelingt. Und dafür müssen die Genehmigungsverfahren schneller werden und so weiter und so weiter. Die Bürgerbeteiligung muss früher passieren und das alles würden die Piraten anders machen. Zu Gymnasiumzeiten öfter in dem Store. Da habe ich mich für Sport schon nicht mehr interessiert. Da bin ich schon dick und ranzig. Nein, aber hey, Computer, Informatiker und so. Na klar, war ich in dem PC-Store mehr als auf dem Sportplatz.